Servus Leute und herzlich willkommen hier wieder gerade dabei die goldene Maske zu gewinnen. Das wollte ich eigentlich sagen. Hat mir irgendwie nicht so ganz gut geklappt. Nun gut, mal gucken, was das letzte Spiel ist. Oder das vorletzte, besser gesagt. Benvenuti! Are you ready to test yourselves with a game of speed and endurance? Many challenges lie in your path. The game is simple, but finishing it near impossible. Start when you're ready. The first contestant to beat the course record is one step closer to the golden mask. Das heißt, jetzt geht's mal wieder um Geschwindigkeit. Ich muss ein Rennen gewinnen, aber das, ja gut, ist jetzt nicht so ganz mein Lieblingsfall, aber egal. Haben wir schon öfters gemacht. Und solange mir nicht so ein Depp da immer reinläuft, ist das auch alles eigentlich kein Problem. Das Rennen finde ich zumindest mal so besser, dann kann ich nämlich eigentlich fast nichts richtig oder falsch machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil da muss ich ja einfach hier durchlaufen und die Dinger langlaufen, insofern. Muss ich da hoch? Ja, okay. Die sind mir lieber, als wenn ich einfach nur ein Ziel habe und dann gar nicht weiß genau, wie ich da hinkommen soll. Und das auch voll nicht ausgeschildert ist, sage ich jetzt mal. So. Jetzt denke ich mal, muss ich hier rumschwingen. Jawohl. Okay, da ist noch eine schöne Truhe. Haben wir jetzt leider keine Zeit für. Aber gut. So schlimm ist jetzt auch nicht. Geld haben wir nämlich echt im Überfluss, würde ich behaupten. Die hätten es noch ein bisschen deutlicher machen können, finde ich. Hälfte der Zeit ist um. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir auf einem guten oder schlechten Weg sind. Aber ich glaube ehrlich gesagt, es sieht gar nicht so schlecht aus gerade für uns. Weil ich habe es jetzt noch nicht so wirklich doll verkackt. Auf jeden Fall finde ich die Musik hammer nice, immer beim Rennen. Ich glaube, das ist die Standard-Rennmusik, oder? Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall finde ich die richtig nice. Könnt ihr mir auch mal gerne schreiben, was das für ein Lied ist und wie das heißt und ob man sich das irgendwie bei iTunes holen kann oder sonst irgendwo. Nice! The fastest and strongest in Venezia. You are now one step closer to the grand prize. Die einfach mal alle angepisst sind. Aber mit Recht, die wollen halt auch die goldene Maske gewinnen. Nun gut, ich denke mal, jetzt geht's zum letzten Spiel und da wir noch ziemlich viel Zeit haben, würde ich meinen, starten wir das doch auch direkt, weil das ist ja nun mal unsere Aufgabe im Moment. Insofern, let's go, geh weg, guter Mann. So, wo ist er denn? Da ist er noch. Erstmal anhören, was er zu sagen hat. Step right up and join the fight. Do you have what it takes to defeat your opponents? Who will last longest in the ring? Das dürfte eigentlich kein Problem sein. The game is simple. There's only one rule: no weapons. Fight until you are the last man left standing. Will it be you or two? Who will win the golden mask? Ja gut, das dürfte jetzt eigentlich echt nicht das Problem werden, da wir ein echt, finde ich jetzt persönlich, guter Kämpfer sind. So, der ist schon ein bisschen besser, aber irgendwie ist er besoffen. So, nächster bitte. Oh, der hat eine fette Rüstung. Ist aber unfair, oder? Oder nicht? Hallo, willst du mal vielleicht in die richtige Richtung schlagen wenigstens? Dass ich eine Chance habe zu kontern? Sehr nice. Ja gut, also das ist ja eigentlich echt hier nicht so das Problem. Ah, sehr nice. Looks like this one thinks himself some kind of campione. Go on, Dante. Show him how sadly mistaken he is. Komm jetzt mit Waffen. Würde mich nicht stören. Fände ich sogar nice. Wie die sich alle noch winden unten. So, sehr nice. Die landen keinen einzigen Treffer. Müssen wir gleich nicht zur Medizin, Mann, ne? Is there nobody else to challenge our man in the ring? Do we have a winner?
combatants. Ja, so klar, dass jetzt noch Leute mit Waffen kommen. Aber echt, das bockt mich so grad gar nicht. So, that's how it's going to be, eh? Ich entwaffne sie einfach. Hoffe ich zumindest, dass es klappt. Sehr nice. Und da haben wir doch schon unser kleines Dolch-Dings uns. Und jetzt haben wir schon wieder nicht mehr. Schade. Ach doch, ich hab's ja noch. Ja, nice. Kein Problem. Kein Ding hier. So, den wollen wir aber auch noch schön wegkontern. Geht doch. Sehr nice. Signore e signori, the games of Carnevale have come to a glorious conclusion. Come see our winner claim his golden mask. Our winner has proven himself the fleetest of foot, the strongest of champions, the wisest strategist, and clearly a favorite of the ladies. With four games won lealmente, the winner of the golden mask is... The winner of the golden mask is Dante Moro. Hallo, was denn das für ein Beschiss? Congratulations. We'll see you this evening. Das ist aber Betrug hier. Bin ich nicht mit einverstanden. Wie jetzt? Und das war unsere einzige Chance, das Ding zu kriegen. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt, würde ich behaupten, oder? Das ist ja asozial. Achso, da haben wir wieder irgendeine Database. Ne, das finde ich jetzt aber echt asozial. Tja, mit Geld hätten wir es sich ja einfach kaufen können. Hätten wir gleich machen können, oder? Naja. Egal, die Spiele waren eigentlich ganz lustig, muss ich gestehen. So, aber das finde ich jetzt irgendwie echt ein bisschen asozial. Kann ich da nicht drüber springen? Ach Mensch, ich will einfach nur über den blöden Brunnen immer drüber springen. Na gut. Nee, aber das finde ich jetzt... Das finde ich nicht in Ordnung. Na gut, mal eben sehen. Vielleicht können sie mir doch noch weiterhelfen, hier die Leute aus dem Bordell immer wieder. Warum gehe ich eigentlich immer ins Bordell, Menschenskinders? I'm sorry, Ezio. We could not have known Silvio would cheat as he did. You should have. Sister, you told us to let you know if we saw that rotten culo who stole the golden mask. He's on his way to the Doge's party. I will go. I can catch him before he arrives and take back the mask. How? By killing the poor stronzo? Yes. You know what's at stake. No. If you kill him, they'll cancel the party. And Marco will retreat back into his palazzo. We'll have wasted our time again. Steal the mask instead. Quietly. My girls can help. They're already on their way to the party, all along the route. They can help you distract him while you acquire the mask. Va bene. I can do that. Sehr liebenswert. Okay, jetzt müssen wir versuchen, die Maske zu klauen, die uns eigentlich eh gehört. Na gut, so läuft's halt mal. Alles nur Betrug und echt, Mensch. Nun gut, was soll's. Wir müssen halt irgendwie an diese Maske kommen. Und wenn die Party schmeißen, nur weil einer stirbt, dann können wir den halt auch nicht umbringen, ne? Das ist leider verständlich, müssen wir mal zugeben. Nun gut, wir wissen gar nicht, wer unser Mann ist. Da ist auf jeden Fall noch nicht. Da sind aber auf jeden Fall sehr viele Prostituierte überall. Was eigentlich sehr nice ist, denn den brauche ich ja auch gleich. So, aber erstmal will ich den Typen locaten. Wo ist er denn? Jetzt bin ich schon wieder raus. Ah, okay, nee, Moment, wo ist er denn? Er muss hier doch irgendwo sein. Also hier? Ach ja. Geil. Okay, nun gut, jetzt wissen wir wenigstens, wo er ist. Naja, was soll's. Nun gut. Ich würde sagen, wir rennen noch mal eben dahin. Denn eigentlich ist der Part gleich schon wieder zu Ende. Ach nee, Moment, jetzt wissen wir schon, wo er ist. Gut, wisst ihr was, Leute, aber dafür brauchen wir nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit, würde ich sagen, als jetzt eine halbe Minute oder was. Insofern würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und nächstes Mal spielen wir uns dann zurück, was uns eigentlich schon gehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao!